Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, auf der Insel Naxos angekommen, sind wir endlich Alexios Mutter begegnet. Und jetzt müssen wir erst einmal in einer Art kleinen Krieg helfen. Oder nennen wir es Auseinandersetzung. Nun ja, eins nach dem anderen. Hui! Hey Mama, hast du das gesehen? Habe ich ganz alleine gemacht. War ich ganz alleine. War toll, oder? 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 Ah, jetzt so richtig wie ein aufmerksamkeitsgeiles Kind benehmen die ganze Zeit. Boah. Ich weiß, so ist Alexios nicht, aber... Ja, manche Sachen sind immer lustig, wenn man sie auf die Spitze treibt. Es sind ihre besten Kämpfer. Du solltest die Öffentlichkeit meiden. Sie finden dich. Ich verstehe dich vollkommen. Doch ich muss gesehen werden. Der Hetzer leistet gute Arbeit. Ich brauche mehr Unterstützung gegen Paros. Ich habe schon zu viele Sterben gesehen. Bitte, verlasse diesen Ort. Was passiert? Was führt dich hierher? Alexios, pass dich der Stimmung an. Okay. Lasst euch nicht stören. Bitte, führt eure Unterhaltung fort. Es klang spannend. Ich kam, um deiner Mutter zu sagen, dass der Kult seine Elite auf sie ansetzt und dieser Ort nicht sicher ist. Und ich erklärte Aspasia, dass ich öffentliche Auftritte für die Unterstützung der Bevölkerung brauche. Soll ich mich um die Soldaten des Kults kümmern? Nicht nur das. Ohne einen Beweis wird mein Volk nicht glauben, dass Paros hinter all dem steckt. Du musst einen finden. Natürlich. Gut. Und ich mische mich unters Volk, um Unterstützer zu gewinnen. Sei vorsichtig, sie sind gefährlich. Ich weiß. Ich bringe sie sicher fort von hier. Okay. Und was sagen deine Quellen, wo ich sie finde? Versuch es in den Höhlen unter dem Zars. Diese Kultisten sind so besessen von ihrer eigenen Mystik, dass es zu ihnen passen würde. Ich glaube kaum, dass jemand, der kam, um dich zu töten, seine Auftraggeber verrät. Das stimmt. Ein physischer Beweis wäre besser. Ich bin sicher, du findest etwas. Mhm. Natürlich. Ich werde euch beiden gern helfen. Wir sehen uns dann später. Alles klar. Paros muss gestoppt werden. Okay, legen wir los. Ach, ist das nicht schön? Es liegt zufälligerweise fast in der gleichen Richtung wie der letzte Schnellreisepunkt. Totenbett von Ariadne. Okay. Anführer der Sippe töten. Antike Tafel. Oh, Momentchen mal. Antike Tafel finden. Hallo. Ich glaube, dieser Ort hat gerade mein Interesse geweckt. Knapp. Am besten wäre es, wenn ich den Anführer zuerst erwische. Huch. Nein, 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 nein. Zip. Die sehen immer nur so einen kleinen Schatten vorbeihuschen, aber mich selbst können sie gar nicht erwischen. Bams. Sehr gut. Uralte Tafeln. Na also. Zack. Und du auch. So. Nice. Jetzt noch dieses Ding hier. Und der Ort ist abgeschlossen. Jagdgürtel. Nice. Oh, da war noch was. Okay, Totenbett von Ariadne. Nice. Ja, wenn ich da schon uralte Tafeln finden konnte, dann hat es sich ja geradezu angeboten, da einmal kurz rumzuwüten. Oh, sehr gut. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Heiligtum am Berg Zas. Uiuiui, komme ich da überhaupt mit einem Pferd großartig weit? Ich fürchte, nein. Ja, okay. Dann werde ich mein Pferd wieder an einem Ort parken, der jeglicher Schwerkraft trotzt. Ah, herrlich. Immer wieder lustig zu beobachten, wie mein Pferd dann einfach an den komischsten oder in den komischsten Positionen stehen bleibt. Scheint ihm ja Spaß zu machen, sonst würde er was anderes machen.
Sonst würde er eine andere Position nehmen. So. Schnellreisepunkt. Nice. Herrlich. Okay. Ich bin in der Nähe meines Ziels. Ah ja. Dort? Ein Höhleneingang. Da sind sie drin. Alles klar. Na denn. Hua! Salto. Denn wie wir wissen, ein Salto bewahrt einen auch im echten Leben vor einem Falltod. Naja. Wäre schön, wenn das so funktionieren würde. Das Problem ist, dann würde selbst ich nicht großartig weit kommen, denn, ja, was Saltos angeht, könnte ich wahrscheinlich noch nicht mal einen machen, wenn mein Leben davon abhängen würde. Okay, so, upala, das wollte ich jetzt nicht. Ein Ostrakon-Rätsel ist hier auch zu finden. Mist, ich hätte eigentlich vorher noch mal mit Ikaros die Sachen hier suchen sollen, die Ziele. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ah ja. Ah nein! Habe ich noch hingekriegt? Ja! Gut, oh. Knappe Kiste. Apropos Kiste, hallo! Okay, jetzt nur noch das Rätsel finden. Oder ist hier noch eine Truhe? Ah, hier ist noch eine Truhe. Okay. Tja, das Rätsel sollte sich doch auftreiben lassen. Das hier ist ja schließlich noch nicht das Ende der Höhle. Oder? Sieht gut aus. Ich sehe zwei Ziele. Finde und töte die Attentäter. Okay. Zack. Zack. Nice. Sie wurden auf Paros geprägt. Und ein Brief? Er ist verschlüsselt. So. Da ist schon mal... Ah, da ist das Ostrakon-Rätsel. Wenn du auf den höchsten Punkt des Zars kletterst, kannst du zwei kleinere Inseln im Süden sehen. Auf einer davon findest du mich in einem Heuhaufen neben einem freundlichen Esel. Entscheide dich schnell, der letzte Reisende verhungerte unentschlossen. Okay. Fangzahnbogen. Da habe ich tatsächlich einen legendären Gegenstand in einer Truhe gefunden. Hallo? Das ist ja nice. Oh, Attentatschaden, Giftschaden und einfache Pfeile werden zu Giftpfeilen. What? Alter, wie geil ist das denn? Guckt euch das Ding mal an. Wie stylisch ist denn das? Boah. Krass. Richtig nices Teil. Boah. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal auf so ein Schmuckstück stoßen würde. Stimmt, die schwere Keule, da brauche ich ja noch den Höchstleistungsschaden mit. Ah, sehr gut. Besser geht's ja gar nicht. Okay. Na dann. Kehre zu Myrine zurück. Neue Gravur, einfache Pfeile werden zu Giftpfeilen. Ach, das habe ich jetzt als Gravur freigeschaltet? Geil. Ach komm, wozu auf normalem Wege rausgehen, wenn ich es auch viel schneller kann? Wohin soll ich jetzt noch einmal, um die Mission abzugeben?
Nicht hier? Ah, doch hier, oder? Ich meine, ich sehe dort das Symbol. Wie, ich kann... Ach, ja, okay, stimmt. Weil das hier Sperrgebiet ist, kann ich keine Schnellreise machen. Whoops. Aber diese Höhle hat sich sehr gelohnt. Wir haben gutes neues Equipment gekriegt. Jetzt wäre halt nur noch ein richtig geiler Speer super. Aber davon abgesehen war das auf jeden Fall eine perfekte Höhle mit perfekten Belohnungen. Ja. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir doch schnell reisen können. Ah, jetzt wird es uns auch... Ja, Online-Dienstfehler. Schön und gut. Ist mir doch Wumpe. In diesem Spiel hier. Ich spiele eh nicht großartig online in diesem Spiel. Was juckt mich das? Die kommen mir hier mit diesen belanglosen Nachrichten. Nun ja. Ich habe gerade eben, vorhin habe ich bemerkt, dass Jon von dem Symbol für die Anführerin dieses Gebiets verdeckt wurde. Da, ja, meine Mutter ja gleichzeitig Questgeberin und Anführerin von dem ganzen Verein hier ist. Okay. Ladezeit, komm jetzt. Du hast genug gefaulenzt. Okay. So, wohin? Dort. Ah, ein schicker Ort, um die erfolgreichen Ergebnisse dieser Mission zu besprechen. So. Servus, Servus, Servus. Wird jetzt automatisch eine Cutscene? Nö. Ich muss erstmal Dreieck drücken. Okay. Hätte ja sein können. Wenn schon im Vorhinein das Missionsziel als erledigt abgehakt wird, dann kann es sein, dass die Cutscene direkt ausgelöst wird, anstatt dass man sie auslösen soll. Ja, jetzt wird wieder geladen. Puh. Die Drachmen der Soldaten des Kults stammen aus Paros. Ah, es gibt wohl keinen eindeutigeren Beweis. Das sollte uns reichen. Bring sie zur Händlergilde. Sag ihnen, das ist der versprochene Beweis. Und sag... Natürlich. Dies hatten sie auch bei sich. Es scheint der Befehl zu sein. Ich kenne diesen alten Dialekt. Die Kultisten müssen mit seiner Hilfe kommunizieren. Du verstehst ihn? Das Geld kam nicht von Silanos. Der Auftrag kam aus Sparta. Das ist unmöglich. Ich kann es dir übersetzen. Der Befehl stammt vom spartanischen König. Aber die Elite Spartas hat sich dem Kult stets widersetzt. Der Kult ist wie Wasser. Findet es einen Riss im Fels, sprengt es ihn. Sparta ist frei von Korruption. Sparta hat sich sehr verändert. Korruption ist heute überall, so wie es Basir sagte. Selbst in Sparta. Sie wollen Disziplin nach ganz Griechenland bringen und verraten von innen. Sie kämpfen gegen den falschen Feind. Ich bin Spartanerin. Du bist Spartaner. Ist dem so? Ich trage hier die Verantwortung. Paros muss gestoppt werden. Aber danach? Ja, dann komme ich mit. Okay. Paros muss gestoppt werden. Kultistenangriff auf Naxus. Kultistenhinweis. Ah, alle Hinweise für einen weiteren Kultisten entdeckt. Silanos, ein Oligarch auf Paros, ist ein Kultist. Setze deine Odyssee fort. Statue nieder. Wir brennen eure Tempel ab, wenn es sein muss.
um die Welt von Nagern wie euch zu befreien. Eine halbe Ewigkeit forschte Silanos nach den Ursprüngen der Blutlinie, bis er sie schließlich fand. Mirin herrschte über Naxos. Als Geschenk für diese Entdeckung beseitigte der Kult den Anführer von Naxos' Schwesterinsel Paros und überließ sie Silanos. Um keinen Verdacht zu erregen, gab sich Silanos als Athena Polemarch aus, während er seinen nächsten Zug plante. Eines Tages würde Mirines Insel ihm gehören. Genau wie ihr Kopf. Bastard. Okay, hier auch. Podarkis der Grausame. Ach so. Und noch jemand? Hier. Der Weise ist ein spartanischer König. Der Weise will Brasidas Tod sehen. Okay. Noch irgendetwas im Inventar? Ja, das habe ich mir gedacht. Ach so, das Rätsel. Ah. Ich dachte, der Gegenstand, den ich gerade durch die Mission erhalten habe. Okay. So, stimmt. Welche Mission ist jetzt noch übrig geblieben? Eine müsste doch noch da sein, die meine Mutter mir übertragen hat. Verbessere den Speer. Was ist eigentlich hiermit aus dem Schatten? Augen des Kosmos. Enttarne und eliminiere den Zweig. Okay. Ja, okay. Das Steinbruch-Dilemma. Finde und befreie Oinias. Okay, und dann Untergang. Verringere die Vorräte von Paros. Ja, okay. Verbessere den Speer. Müssen wir jetzt zu Paros rüber? Das sieht ganz danach aus, tatsächlich. Uiuiui. Okay, und auf Paros selbst sind wir dann wahrscheinlich in der Lage, ein paar Missionen anzunehmen, die mit dem Senken der Staatsstärke zu tun haben. Gehe ich stark von aus. So ist es ja in den meisten Gebieten, wo ich einen Krieg auslösen soll, beziehungsweise wo ich das Gebiet für die andere Fraktion zurückerobern soll. Bislang habe ich ja auch nur die Athener-Gebiete für Sparta zurückerobert. Ich habe bislang, glaube ich, noch kein spartanisches Gebiet für Athen zurückerobert. Kann auch erstmal so bleiben. So, oh, ich bin schon jetzt in der Nähe meines Ziels? Was? Naja, in der Nähe würde ich nicht unbedingt sagen. Hast du deine Mutter gefunden? Das habe ich, Barabbas. Wunderbar! Dann können wir uns jetzt zurücklehnen. Aber es gibt ein... Wir wissen, dass der Kult des Kosmos alles vergiftet, was er berührt. Jetzt habe ich sogar Sparta. Sie hetzen alle gegeneinander, bis die Welt wieder in ein dunkles Zeitalter verfällt. Dann segeln wir da jetzt als nächstes Schiff. Schön, dass du mitkommst. Ja. Tut mir leid, tut mir sehr leid, Barnabas, dass aus Zurücklehnen und Entspannen jetzt erstmal nichts wird für eine ganze Weile. Aber was anderes solltest du von Alexios ja mittlerweile nicht mehr erwarten. Okay. Jawohl. Perfekt. Und da wären wir auf der neuen Insel. Paros, Weingarten des Dionysos. Okay, ich sehe schon, was mit der Flotte hier passiert ist. Hi, ein Überlebender. Sonst hat niemand überlebt? Es gibt noch Gefangene. Ich war zu schwer verletzt, um nach Paros zurückzukehren. Was ist passiert? Wir kamen zu Friedensgesprächen. Es war ein Hinterhalt. Und der Flottenführer, Aeneas? Gefangen. Wenn er auf Paros ist, wo wäre er genau? Sie sprachen davon, ihn oben auf dem Steinbruch anzuketten, damit ihm die Sonne die Starrköpfigkeit austreibt. Warum töten sie ihn nicht? Sie benutzen ihn als Druckmittel. Sie wissen, dass er Phönix wichtig ist. Na gut. Ich kläre das. Lass sie büßen. Gerne. Oh. Jetzt gibt es keine Überlebende mehr. Beziehungsweise hier an dem Ort. Eieieiei.
Das Wildleben fetzt sich hier aber schon ordentlich. Eieiei. Servus, ich laufe nur vorbei. Alles gut. Was? Wer oder was greift mich denn jetzt bitte noch an? Das ist doch Quatsch. So. Ineas wird auf Paros gefangen gehalten. Er wird irgendwo im Zentrum des Elysions, des Bildhauers, festgehalten. Befestigter Marmorsteinbruch. Laut seinen Häschern soll er zum befestigten Marmorsteinbruch gebracht werden. Da ist Ineas. Sieht nicht gut aus. Okay. Sieht aus, als hätte ich erstmal alles markiert, was zu markieren ist. Jetzt erstmal dorthin kommen. Was? Ich habe jetzt die ganze Zeit Steuerkreuz nach oben und X gedrückt. Wie resultiert das jetzt bitteschön darin, dass Alexios nach unten springt? Also Spiel, jetzt nicht frech werden hier. Ja? So. Hallo, ach du liebe Zeit. Muss ich besonders vorsichtig sein. Ich sehe schon. Das wird hier ja besonders lustig. Das ist ja... Krass. Dafür, dass er so ein wichtiges Druckmittel ist, wird er aber spärlich bewacht. Die scheinen wohl überhaupt nicht damit zu rechnen, dass irgendjemand diese Mauer dort erklimmt, die sie aufgebaut haben, ne? Viel Glück. Gern geschehen. Oh, da ist keiner. Da aber. Hi. Grüß dich. Die Götter haben dich. Du bist ein fairer Hund, mein Freund. Das stimmt. Ich wusste, sie würde mich nicht aufgeben. Schnell, verschwinden wir. Okay, gerne. Schön ruhig bleiben. Nicht die Aufmerksamkeit von dem Typen auf dich lenken. Okay. Er folgt mir wahrscheinlich. Sehr gut. So, nehmen wir doch die einfache Route hier raus, ja? Ich hoffe, das schaffst du. Ja, sieht so aus. Gut. Das hier ist ja theoretisch schon aus dem Steinbruch heraus, aber... Mal gucken, wie weit wir uns noch entfernen müssen. Ah, das sieht doch gut aus. Hier kommen wir gut runter. Upsala, sorry. Schafft er das? Komm schon. Komm schon. Nein, nicht hoch. Wo läuft er denn jetzt hin? Ja. Soll ich dich tragen oder was? Komm, ein Salto. Und schon bist du unten. Ja gut. Bleib wo du bist. Komm dich holen. Oh Mann. Was machst du mit mir? Oh Mann. Wo ist mein treues Pferd? Hallo? Kommt es etwa nicht hierher oder was? Das darf doch nicht wahr sein. Das glaube ich jetzt nicht. Also das ist ja frech. Mein Pferd nicht hierher kommen zu lassen? Nö. So, hier wirst du ja hoffentlich runter springen können, ne? Komm mal her. So ist gut. Und jetzt schön weiter runter. Ah, reicht dir immer noch nicht vom Abstand her? Na gut. Wir können ja immer weiter so gehen. Na, wow, also, wow. Wow, krass, sogar unter Bäume kann ich durchsliden.
oder drunter durch. Hab Dank, nice. Söldner. Ich hoffe, Phönix wird dich reich entlohnen. Erinnere sie für mich daran. Etwas stimmt nicht mit Paros. Mehr als sonst. Es liegt etwas in der Luft. Hm. Was hast du gesehen? Da waren Fremde, die nicht von Paros stammen. Einer war maskiert. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mit Maske? Hm. Ich weiß nicht, wer er war. Zeit, von dieser Insel zu verschwinden. Ich kenne den Weg zurück. Du solltest Phönix Bericht erstatten. Das werde ich sofort tun. Danke. Okay, Paros Axt, 393 Drachmen und Quest abgeschlossen, das Steinbruch-Dilemma. Okay, ich glaube, ich habe hier auf dieser Insel allerdings noch kein... Oh, die Paros-Blockade. Sprich mit Myrine, ja. Vorher möchte ich aber auf dieser Insel noch wenigstens einen Schnellreisepunkt freischalten. Das habe ich nämlich bislang noch gar nicht gemacht. Alter, ist das riesig. Dieser Steinbruch. Unfassbar. Habe ich vorher gar nicht realisiert. Ich bleib lieber unbemerkt. Wie groß der tatsächlich ist. Hafen von Paros. So. 135 Meterchen. Deal ist schon mal in Aussicht. Athenas Wacht. Ah, alles klar. Tempel der Athena. Och, wie jetzt? Ey, dass manche offensichtlichen Aussichtsorte keine sind, finde ich schon frech. Ich meine, dieser Tempel ist doch deutlich... Also die Statue auf dem Tempel ist deutlich höher als diese Statue. Was soll's. Athenas Wacht fertig. Sehr gut. Gibt es hier zufällig noch weitere solche Verstecke? Oder beziehungsweise Schnellreisepunkte? Sieht nicht danach aus. Ha, ist eine vergleichsweise kleine Insel mit einem riesigen Ort in der Mitte und einer kleinen Stadt in der Nähe und ansonsten fast nichts. Hier ist noch das Korallenkap. Dort könnten wir uns noch hinbegeben. Dort ist der Schmied. Den würde ich gerne noch aufsuchen und schauen, was ich bei ihm kaufe. Hi. Ich grüße dich. Ich dich auch. Was hast du Schickes? Der Tag ist noch jung. Schade, fahles Pferd. Ist allen Aufgaben gewachsen? Na komm. Ich kann jetzt auch langsam anfangen, die ganzen Skins zu sammeln. Warum nicht? Schwere Klingen, schwere Keulen, Stäbe, Speere, Bögen, Kopf. Okay. Hab einen guten Tag. Jo, ebenso. So, dann würde ich sagen, letzte Aktion für diesen Part. Wir entdecken noch diese Insel da drüben. Denn ich habe noch einmal genauer nachgeguckt. Es gibt eine Trophäe, für die wir alle Teilregionen von Griechenland erforschen müssen und einmal dort gewesen sein müssen. Und mit Teilgebieten sind nicht nur die einzelnen Gebiete an sich gemeint. Also zum Beispiel jetzt hier die Insel Paros. Moment. Genau, Paros ist damit jetzt zum Beispiel nicht als Ganzes gemeint. Es reicht nicht, wenn ich einmal Paros betrete und das war's. Ich muss auch das hier, das Korallenkap, aufdecken. Also ich muss quasi dafür sorgen, dass alle ausgegrauten Gebiete mit Farbe ausgefüllt werden, damit sichtbar ist, was sich dort wo befindet. Wir brechen auf. Und ich denke, das ist jetzt nicht so schwer. Bisschen extra Arbeit, aber mein Gott. Dafür sehen wir alles von der Welt. Zumindest im Groben. Kapitän, abbiss!
Oh, shit. Werden die jetzt gleich von den Wildschweinen angegriffen, oder? Greifen sie die Wildschweine an? Ja, sie greifen an. Das ist ein Fehler. Tja, ich mische mich da nicht ein. Ganz sicher nicht. Au, Alkaios-Grab, hallo. Gibt es hier zufällig noch irgendwas anderes? Nö, nur das hier. Oh, hey, hey, hey. Ich habe doch hiermit nichts zu tun. Ist das dein Ernst? Ja, gut. Wie du möchtest, du Bastard. So. Das muss wehgetan haben. So, meine Güte. Ich wollte mich da raushalten, aber ihr musstet mich da ja mit reinziehen. So frech. Unglaublich. So. Wo könnte die antike Stele sein? Na, ich wollte schon sagen, da werde ich ja wohl durchkommen. So. Machen wir ein bisschen Licht. Boah. Solche Fallen gibt's hier auch. Na toll. Wow, hey, hey, wow, hey. Böse Schlange. Hey, ich dachte, ich hätte sie getötet. Ah. Erlege 75 Raubtiere. Yay. Wow, wow, wow. Okay, erledigt. Jetzt sind es 100. Einmal weg. Wie jetzt? Was? Wieso denn das? Der Weg ist versperrt. Ich wollte schon sagen, das wird sich doch verschieben lassen. Haha! Wow! Oh. Ganz große Fallplattform. Fallenplattform meine ich. Hallo, Stele. Perfekt. Na, das haben wir ja fix hingekriegt. Die Stele zu finden. Das war jetzt nicht allzu schwer. Nice. Skillpunkt erreicht. Alkaios Grab abgeschlossen. Nice. Hier nochmal eben alles plündern, was noch nicht geplündert ist. Oh. Vorsichtig. Oh ja, klar. Ja, nein. Böse Schlange. Wie die Schlangen mir auf den Sack gehen. So. Grab mit mehreren Wegen. Okay. Nice. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, auf diese Insel zu fahren. Nicht nur um der Trophäe noch ein bisschen entgegenzuwirken. Also beziehungsweise um ein bisschen für die Trophäe zu arbeiten. So. Also dann schauen wir uns noch die ganzen neuen Kleinigkeiten an, die wir bekommen haben. Da. Leider kein Tüchlein. Ja, stimmt, der neue Phobos-Skin. Ja, warum nicht? Rüsten wir es mal aus. Okay, das war's schon, oder? Nee, stimmt, der Skillpunkt. Tja, Spartiatentritt. Ja, stimmt, den kann ich ja eigentlich stärker machen, wenn ich ihn mir schon besorgt habe. Warum nicht? Alles klar, Leute. So, dann war's das auch schon für diesen Part. Dann würde ich sagen, im nächsten Part kehren wir zu Alexios Mutter Myrine zurück und werden diese Paros-Blockade zerbersten lassen. Also dann, Leute, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!